Heute wird wieder mit dem Laser experimentiert. Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Das letzte Mal wurden 10 Ballone mit dem Laser in einer Reihe zerstört. Und ja, man kann auch Ballone sagen. Auf jeden Fall habe ich mir für den heutigen Versuch 2 Versuchskaninchen organisiert. Wir haben schon herausgefunden, dass der Laser dünnes, schwarzes Klebeband durch Schmelzen zerschneiden kann. Aber heute finden wir heraus, ob es der Laser tatsächlich schafft, sich durch die Lego-Männchen durchzubrennen und diese eventuell zu entflammen. Hierbei ist es natürlich von oberster Priorität, eine passende Laserschutzbrille zu tragen, da sonst Erblindungsgefahr herrscht. Aber jetzt fangen wir mal an. Nachdem der Laser ausgerichtet wurde, kann es auch schon losgehen. Und sofort beginnt das Lego-Männchen zu rauchen. Das Plastik zersetzt sich unmittelbar nach dem Einschalten. Das liegt an den hohen Temperaturen, die durch das Laserlicht entstehen. Das Plastik verschmort und verbrennt teilweise auch. Beziehungsweise es wird vom Luftsauerstoff oxidiert. Aber von einem wirklichen Feuer kann man hier nicht reden. Denn die hohen Temperaturen herrschen nur an den Stellen, wo der Laser auch wirklich auf das Lego-Männchen trifft. Und nachdem er sich erfolgreich durch das Lego-Männchen gebrannt hat, hat er logischerweise keinen Kontakt mehr mit ihm. Das Ganze sieht schon verdammt cool aus. Aber was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde es erstaunlich, dass einfach nur Licht ausreicht, um so etwas zu verursachen. Schafft es die Laserschutzbrille da tatsächlich, einen vor einem direkten Laserstrahl zu beschützen? Wir sehen speziell durch diese Brille alles orange, weil der blaue Anteil vom Licht absorbiert wird. Folglich müsste ja die Brille nach einiger Zeit... Wisst ihr was? Das probieren wir einfach. Ja, das Lego-Männchen wird nicht angekokelt, denn sie absorbiert das gesamte blaue Licht, was das Lego-Männchen kurzzeitig vor dem Laserstrahl schützt. Aber gleichzeitig wird der blaue Laserstrahl natürlich komplett in Wärme umgewandelt, was die Schutzbrille nach einiger Zeit zum Schmelzen bringt. Genau das, was ich vermutet habe. Heißt, wenn ein Laser jemals direkt auf euch gerichtet sein sollte, solltet ihr unbedingt wegschauen, da sie nur kurzzeitig vor dem direkten Laserstrahl schützt. Bei diesem kleinen Versuch sind auch ziemlich viele interessante Aufnahmen entstanden. Diese standen hier natürlich auch im Vordergrund. Aber was haltet ihr von solchen optisch interessanten Experimenten ohne großen chemischen oder physikalischen Hintergrund? Ein Beispiel hierfür ist auch ein früheres Video von mir, in dem ich magnetische Knete in Kontakt mit einem Neodym-Magneten gebracht habe. Wollt ihr so etwas öfter sehen? Also ich persönlich finde nämlich Experimente, bei denen coole Aufnahmen entstehen, ziemlich interessant. Aber die Videos sollen natürlich auch beiden Seiten Spaß machen. Von daher haut mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, musst du dir noch unbedingt das Video anschauen, in dem 10 Ballone in einer Reihe durch den Laser zerstört werden. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.